Na, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen. Wir sind mal wieder zu Gast bei, und zwar sind wir heute zu Gast bei Annabel Frenzen. Annabel, hallo erstmal und tausend Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Wie man schon sieht, wir sind nicht alleine. Silberstern sitzt praktisch mit hier auf dem Schoß. Und Lovely, nee, jetzt nicht mehr, bisschen schüchterner hinter uns, ist aber auch immer mal dabei und legt auf jeden Fall hier Veto ein. Bevor wir loslegen, es ist wie immer, die meisten von euch kennen das ja wahrscheinlich schon, es gibt was zu gewinnen. Und weil es unsere letzte Sendung dieses Jahr ist, nächstes Jahr machen wir natürlich weiter, haben wir heute auch gleich mal zwei Preise. Sonst haben wir einen handsignierten Eimer, heute haben wir noch was drauf getan. Wir haben nämlich zwei handsignierte, ich meine fußsignierte ist klar nicht, sondern handsignierte Eimer von Annabel. In diesen Eimern drin jeweils zwei Karten für die Nacht der Pferde bei der Pferd und Jagd. Zu gewinnen für alle, die live mitmachen. Bei Facebook Live könnt ihr euch unsere Fragen stellen, die wir dann an Annabel weiterleiten. Also mitmachen lohnt sich, die könnt ihr gewinnen mit den Karten. Annabel, jetzt geht's aber zu dir. Also eins habe ich gelernt in der Vorbereitung dieses Abends. Du liebst die Herausforderung und zwar von Anfang an. Wir werden gleich mal einen Schwenk durch deine Ponys und Pferde machen, alle gleichermaßen spannend. Aber erst mal ganz kurz, wir sitzen hier nicht auf dem Frenzenhof, wie man sich vorstellen könnte, sondern auf dem Lenzenhof. Wieso Lenzenhof? Ja, also ganz früher hat hier mal der Heimatdichter Johann Peter Lenzen gewohnt, also quasi bevor unsere Familie den Hof übernommen hat. Ich bin zwar jetzt auch schon die fünfte Generation hier und die vierte mit Pferden, aber vorher gehörte der Hof Johann Peter Lenzen. Der Heimatdichter, ist das irgendwie übergesprungen, mehrere Generationen auf dich? Bist du auch, hast du eine dichterische Ader? Nein, eher nicht so. Herr Stern, der schnauft schon, ja. Das ist eigentlich ganz süß jetzt. Er guckt da in den Bildschirm, ja. Ein hochintelligenter, aber da kommen wir mal später dazu, würde ich sagen, der das hier wirklich sehr interessiert verfolgt. Wir sitzen jetzt hier, ein Facebook-Live-Interview. Deine Einstellung zu Social Media, auch ein bisschen geprägt über die Deutsche Bankreitsportakademie. Du selbst hast einen Instagram-Account. Erzähl mir ganz kurz, wie aktiv bist du? Warum bist du aktiv? Ist es eine reine Fun-Nummer? Ja, also wir sind da wirklich durch die Deutsche Bankreitsportakademie. Die haben ganz viele tolle Schulungen auch gemacht. So, ja, wie ist man präsent in den Medien und haben uns so ein bisschen daran geführt. Am Anfang, ich habe mich dann auch bei Instagram angemeldet und am Anfang fand ich es ehrlich gesagt auch ein bisschen anstrengend, da immer was zu posten. Inzwischen mache ich das auch ganz gerne und teile ab und zu mal schöne Bilder und Videos auch von meinen Pferden. So. Also der, wenn man dich so hört, ist so der erste Gedanke, schöne Bilder von den, du willst Spaß machen. Willst du den Leuten ein bisschen an deinem Leben teilhaben lassen oder wie wäre deine Interpretation? Ja, das sind ja dann meistens auch Bilder. Also ich bin jetzt nicht jemand, der jemand hinter mir herlaufen hat, um Fotos für Instagram zu machen, sondern das sind teilweise Bilder, die ja im Stall entstehen oder die man bei schönen Fotoshootings oder irgendwelchem Training schöne Bilder macht, wo man sich selber dran erfreut und die dann halt gerne auch teile. Also, das sind Fotos, die mir dann auch selber Spaß machen. Ob es beim Reiten ist oder beide. Ja. Die Pferde, das braucht man hier überhaupt nicht zu fragen, sind totaler Lebensmittelpunkt. Deine Eltern absolute Pferdeleute, deine Schwester fährt durch und durch geprägt, genau wie du. Ihr wohnt hier auch alle sehr eng beieinander. Jetzt trefft ihr euch vielleicht mal sonntags morgens zum Frühstück. Gibt es da sowas wie ein, heute wird nicht über Pferde geredet? Ja, das haben wir eigentlich noch nie versucht. Ich glaube, das würde auch nicht klappen. Also im Endeffekt sind schon sehr viele Gespräche in der Familie, gehen um die Pferde. Und wir leben halt, wie gesagt, auch eng zusammen. Meine Eltern wohnen quasi hier vorne direkt am Stall. Ich wohne quasi auch mit auf dem Hof im Elternhaus. Und meine Schwester ist jetzt ein bisschen weiter weggezogen, quasi eine Weide. Trennt uns von dem Haus von meiner Schwester und wir sind sehr nah mit der Familie zusammen und klar gibt es viele Gespräche über die Pferde. Ja. Und da gibt es eine Verbindungstür, habe ich mir gerade schon sagen lassen, zu deinen Eltern, ne? Ja. Die wird wann genutzt? Ja, also die wird dann genutzt, wenn der Kühlschrank wieder leer ist, wenn ich es nicht geschafft habe, zwischen dem Krankenhaus und dem Reiten einzukaufen. Das passiert ehrlich gesagt schon
öfter. Ah, ich glaube, dafür habe ich relativ großes Verständnis. Der Tag ist wirklich pappevoll, da kommen wir nachher noch hin. Jetzt wollen wir einmal natürlich, wie ging's los, hätte ich gesagt. Ich glaube, mit 4 hast du schon eine Reitbeteiligung, wenn man das so schon so nennen will, gehabt. Stimmt ja, das? Also ich glaube, ich habe am Pferd gesessen, bevor ich laufen konnte, war immer mit dabei. Da gibt's dann erst bei Mama? Ja, ganz bei viele. Bei Mama oder Papa vorne dran oder egal? Egal. Also ich war immer mit im Stall und war immer interessiert. Meine Eltern mussten mich, glaube ich, von klein an bremsen. Wir hatten damals so ein kleines Chatty hier, das durfte ich dann nur einmal die Woche reiten. Ich glaube, sonst hätte ich gerne jeden Tag geritten. Und mein erstes eigenes Pony habe ich dann erst quasi mit 6 zu Weihnachten bekommen. Ich hatte zwar vorher, habe ich das Pony hier schon im Stall geritten, aber damals kam der wirklich zu Weihnachten mit Schleife um den Hals bis ins Wohnzimmer und das war schon, da kann ich mich glaube ich heute noch dran erinnern, das war schon ziemlich cool. Wenn man da so steht als 6-jähriger Knirps und dann kommt das Pony, kam ja glaube ich sogar ins Wohnzimmer rein. Ne? Hast du denn direkt kapiert, was hier los ist oder konntest du gar nicht fassen erst, dass es wirklich deiner sein wird, also dass es ein Geschenk ist? Ich konnte das gar nicht fassen, weil das Pony ist halt vorher schon mit einer Einstallerin zu uns in den Stall gekommen und ich durfte einmal die Woche quasi auch da ein bisschen mitreiten und dann habe ich dieses Pony bekommen und ich habe das wirklich eigentlich gar nicht verstanden. Ich habe da glaube ich noch ein paar Mal gesagt, aber das gehört doch der Emma und es hat glaube ich ein bisschen gedauert, bis ich das realisiert habe. Und dieses Pony hieß Nero. Ne? Was hast du mit Nero mit 6 Jahren dann gemacht? Mehr spielerisch oder warst du direkt ehrgeizig und wolltest, ich hätte mal fast sagen, anständig im Kreis reiten? Also ich war schon von Anfang an immer ambitioniert und wollte aufs Turnier. Und ja, ich habe mit Nero quasi dann angefangen, Reiterwettbewerbe zu reiten, E-Dressur, A-Dressur. Ich glaube, der größte Erfolg war damals 2000, bin ich diesen Eurostar Cup hieß es damals in der Philipshalle. Es war so ein überregionaler Reiterwettbewerb, wo das Finale dann in der Philipshalle ganz groß war, dass ich dann mit ihm gewonnen habe. Und aber Nero war auch, ich bin auch eigentlich sehr oft von ihm runtergefallen. Er hat mir schon auch viel beigebracht. Also er hat mich auch einmal auf dem Turnier vor den Richtertisch gesetzt, aber das hatte ich alles nicht bremsen können. Gab es denn mal so einen Moment, wo du gedacht hast, jetzt bin ich wieder runtergefallen, jetzt habe ich keine Lust mehr? Den gab es eigentlich nie. Also ich bin wirklich oft runtergefallen, aber den gab es, glaube ich, nicht. Ich bin immer wieder gerne aufgestiegen. In der Philipshalle, das hast du so nebenbei erwähnt, da hast du gewonnen. Ich meine, das war ja eigentlich ein dickes Ding. Da warst du gerade mal 10. Ja. 10. Und bist prominent interviewt worden, stimmt das? Ja, genau. Das war damals von Nicole Uphoff, die hat uns interviewt. Franka Lüdicke ist, glaube ich, 2. geworden. Da wurden wir beide nebeneinander interviewt. Das war ganz witzig, wenn man dann später nochmal so Erinnerungen teilt mit Leuten, die dann das auch. Sie war ja damals schon Olympiasiegerin natürlich. War dir das bewusst? Rutschte das Herz kurz in die Hose oder war dir das eigentlich völlig egal? Ja, doch, das war mir schon bewusst. Ich war eigentlich auch schon wirklich immer im Sport interessiert. Meine Eltern haben natürlich auch immer viel Sport mit mir geguckt und ich wollte eigentlich von Anfang an immer alles ganz genau wissen und ich wusste schon, wer da vor mir steht. Es ging weiter mit den Ponys und zwar hoch erfolgreich bis hin zur Europameisterschaft. Erzähl uns mal kurz deine Partner den Weg. Im Endeffekt kamen dann mehrere Ponys, mit denen ich dann mein erstes wirklich erfolgreiches Pony im Kader war der Brandhofs Caprisan, mit dem bin ich damals 2002 meine erste deutsche Meisterschaft geritten und war da, glaube ich, kleinstes Kind mit kleinstem Pony im Finale. Und dann kamen meine Erfolgsponys, das war dann Going Top und Flamenco Star, mit dem ich dann 2006 auch Mannschafts-Europameisterin in Sumir geworden bin. Da gibt es auch eine sehr nette Geschichte. Du warst nämlich schon mal irgendwie 3-4 Monate vorher in Frankreich, in Sumir, glaube ich, sogar direkt, ne? Ja, genau. Das war, da sind wir Anfang des Jahres, da waren auch meine ersten internationalen Starts, bin ich mit Mama und Papa im Hänger mit 2 Ponys nach Sumir gefahren. Und dann hat Papa aus Spaß gesagt, als wir nach Hause gefahren sind, so merkt euch den Weg, wir müssen hier dieses Jahr nochmal hin. Und wir haben alle gesagt, ja klar. Und als wir dann wieder quasi nach Sumir gefahren sind, hat Papa dann gefragt, ob wir den Weg auch noch kennen. Und das war ganz, ganz schöne Geschichte. Also das war dann offensichtlich doch echt überraschend, wenn ihr vorher noch so rumgewitzelt habt, oder? Ja, doch, das war wirklich überraschend. Also Flamenco Star, ja, der hat ja im Prinzip vorher, war ja auch nicht so im Sport drin. Das war jetzt kein Pony, was vorher schon andere Kinder viel geritten sind, sondern ich bin quasi mit ihm in den Sport gewachsen. Er war ja auch erst 6, als ich ihn übernommen habe. Und da habe ich am Anfang nicht dran geglaubt, nein.
Du sagst schön, deine Eltern, die sind eigentlich immer dabei gewesen, sind heute auch noch immer dabei. Ich habe mal irgendwo gelesen, da hast du geschrieben, am besten ist auch, wenn Mama die Zöpfe flechtet, dann sind das echte Glückszöpfe. Ist das heute noch so oder sind die Glückszopfzeiten vorbei? Ja, also es sind immer noch die Glückszopfe. Ich bin immer noch sehr froh, wenn Mama die macht. Mama ist aber so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen faul geworden. Also nein, aber ja. Also sie auf, wenn wir mit mehreren Pferden unterwegs sind, dann mache ich die Zöpfe auch. Also ich mache es auch gerne selber. Aber bei wichtigen Sachen habe ich doch immer schon Mama nochmal gefragt. Ist da ein Tick Aberglaube dabei oder würde ich damit zu weit gehen? Ja, ein bisschen. Obwohl auch da, ich war früher sehr abergläubisch und hatte viele Glücksbringer. Habe zum Beispiel auch eine Zeit lang immer zwei verschiedene Socken, als ich klein war, angezogen. Und das musste alles so sein. Aber inzwischen bin ich eigentlich nicht mehr so, dass ich einen Glücksbringer habe oder sehr abergläubisch bin. Ich bin so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen straighter geworden. Ich mache das einfach und glaube gar nicht mehr so viel an so die Sachen. Da habe ich mich irgendwie ein bisschen von gelöst. Und die zwei Socken, die kamen aber nicht von Pippi Langstrumpf als Fan, oder? Das waren wir ja, glaube ich, alle mal, als wir... Ich weiß gar oder nicht. Oder ist das nicht mehr so? Irgendwie, ich glaube, sogar meine kleine Schwester hatte da damals mal mit angefangen und dann war das so, dann musste das immer sein, zwei verschiedene Socken. Deine kleine Schwester da, wo du sie gerade... Du hast sie mal, sie ist 4 Jahre jünger als du, du hast sie mal als so den Rebell der Familie bezeichnet. Ist sie das immer noch oder hat sich das etwas beruhigt alles? Ja, also... Meine Schwester macht schon, ich war ja, ich sag, wenn man das jetzt aufs Reiten bezieht, war ich immer jemand, ich habe gerne was von meinen Eltern gehört. Ich hatte es am liebsten, wenn die an beiden Ecken gestanden haben und was, wenn die mal eine Runde nicht geguckt haben, dann habe ich schon gedacht, ja, ob sie mal was sagen können. Und meine Schwester, hat einen das nicht verrückt gemacht, wenn du alle 40 Meter, dann kommt der eine sagt das, der andere sagt das, aber das... Nee, also ich bin klar auch für mich selber geritten, das ist auch wichtig, damit man für sich das Gefühl erarbeitet, aber wenn meine Eltern am Rand stehen, dann... ja, bin ich halt auch ehrgeizig. Da möchte ich auch nicht, dass es nur gut ist, sondern da möchte ich, dass es sehr gut ist. Und dann sollen sie schon gucken. Und meine Schwester ist da eben sehr anders. Wenn meine Eltern bei A stehen, dann reitet sie bei C und macht das halt für sich so. Geht und, den Kommentaren aber, lieber aus dem Weg. Genau, aber sie hat eben auch sehr viel Gefühl und sehr viel Talent zum Reiten. Schatzi, da darfst du nicht, dann hört man nichts mehr. Und ja, macht das aber so ein bisschen alleine. Sie ist da so ein bisschen anders. Okay, das ist ja. Das, tauscht ihr denn auch ab und zu mal Pferde oder gar nicht? Ja, also weniger. Also sie reitet auch schon mal ein Pferd von meinen. Zum Beispiel, als meine Eltern jetzt im Urlaub waren, hat sie mal Lafli geritten. Ich darf aber, glaube ich, auf ihr Pferd eher nicht so drauf. Ah, okay, du bist da ein bisschen großzügiger. Ja. Oder zwangsweise, weil du auch wahrscheinlich ganz wenig Zeit hast öfter mal. Ja, aber ich glaube, meine Schwester macht eben gern ihr eigenes Ding. Und also es ist jetzt nicht, dass wir uns deswegen nicht verstehen oder wir sagen uns auch gegenseitig schon mal was. Und aber ich darf eher nicht so auf ihr Pferd. Da ist sie ein bisschen eigen. Pony, das Highlight, das war ganz klar die Euro, die haben wir schon angesprochen. Und dann ging es ja aber relativ straight weiter in die Juniorenzeit. Und da hattest du ein auch sehr spannendes, du hattest immer spannende Pferde, das habe ich schon rausgehört. Dieses spannende Pferd hieß Royal Rubin, stimmt das? Ja, genau, das war im Prinzip das Pferd, was ich nach der Ponyzeit bekommen habe. Also es war ein Pferd, den hatte meine Mama mal als junges Pferd auf dem Turnier entdeckt. Da ging ja keine Prüfung, aber auf dem Abreiteplatz. Meine Mama fand das Pferd damals toll, hat gefragt, ob wir das kaufen können. Dann hat der Mann gesagt, das Pferd ist nicht zu verkaufen. Und dann rief dieser Mann 3 Jahre später an, ob wir sein Pferd noch kaufen möchten. Und dann kam er halt... Ja, ohne Muskulatur, hatte auch nicht viel Erfahrung und war wirklich in der Aufgabe, weil das ein absolutes Nervenbündel war. Aber ich habe mich mit ihm da wirklich arrangiert und habe dann, glaube ich, 27S gewonnen und mich auch in den jungen Reiterkader geritten. Und ja, der war auf jeden Fall eine sehr große Aufgabe, weil er immer sehr nervös war und ich hatte irgendwann an sein Vertrauen und dann waren wir auch echt ein gutes Team. Ja. Kann ich dich denn als hartnäckig bezeichnen? Weil es gibt ja mehrere Pferde, die wirklich, da konnte man nicht am Tag 1 sagen, boah, das wird was. Sondern man war schon klar, man muss echt durchhalten, wenn es was werden soll. Wie würdest du das bezeichnen? Ist es dann bei dir der totale Glaube an die Pferde? Oder ist es dieser Wille, das zu schaffen, gerade weil es schwieriger ist? Ja, mir macht halt einfach die Arbeit mit den Pferden total Spaß, auch mit den jungen Pferden. Ich habe ja wirklich im Moment auch sehr viele selbstgezogene Pferde, die jetzt so im S-Sport reingewachsen sind. Zwei davon um uns rum, genau.
Und mir macht einfach die Arbeit mit den Pferden Spaß. Also wenn die Pferde so ein bisschen ja, talentiert sind und mitmachen, dann ist es gar nicht so, dass ich mir da jetzt irgendwie ein Ziel ausmache, sondern dass ich einfach mit denen jeden Tag arbeite und rausgehe und arbeite und irgendwas kommt da schon mal rum. Und es ist einfach, ja, die, so das Tägliche mit den Pferden macht halt Spaß. Und wenn das dann gut funktioniert, dann klar bin ich dann auch ehrgeizig und möchte aufs Turnier. Und ja, im Moment klappt das auch ganz gut. Ja, und dann kommt ein Name, ich glaube, da muss man gleich ein bisschen gerader sitzen, wenn man von ihm spricht, weil er, ja, er ist schon so ein Herz der ganzen, deiner ganzen Laufbahn, glaube ich, sagen, Cristobal. Ich finde es super toll, dass wir sagen können, der steht da vorne, der fühlt sich pudelwohl. Ich gebe zu, er ist sehr gut genährt, darf ich das so sagen, er hört es ja nicht. Aber der hat schon wirklich ein ganz, ganz, da sehen wir es nochmal, eine ganz, ja, das ist, glaube ich, sehr für euch sprechend, dieses Harmonische, dieses Fließende. Aber ich kann das viel schlechter als du erzählen. Was macht ihn so aus? Ja, Cristobal ist im Prinzip, ja, dem habe ich so viel zu verdanken. Und dem bin ich habe ich das Grand Prix reiten gelernt. Ich habe es im Prinzip mit ihm zusammen gelernt. Ich weiß noch, als ich mit ihm angefangen habe, nach dem jungen Reiter die ersten Einerwechsel zu üben. Ich dachte, ich lerne es nie, weil wir es zusammen gelernt haben. Aber wir sind dann zusammen gewachsen und ich glaube, er war auch nicht immer einfach, er war zwar immer ein Turnierpferd, er ist immer gern mitgefahren, hatte auch unglaublichen Spaß dabei, aber er hat mir auch in der Prüfung schon mal nicht immer alles so geschenkt. Also er wollte schon geritten werden und ja, aber ich habe einfach unglaublich viel gelernt mit ihm. Ja, er Stern sieht gerade den Christen-Video. Er sieht die Konkurrenz, das gefällt ihm mal so gar nicht hier. Das ist ja schon ja, auch gut. Aber Herr Cristobal ist, also dem verdanke ich so viel. Ich bin so, ja, dankbar, dass ich dieses Pferd hatte, dass ich dieses Pferd habe, dass er mich so viel gelehrt hat und dass er mich einfach auf diesem ganzen Weg junger Reiter, Grand Prix begleitet hat. Und ja, bin auch einfach super happy, dass er jetzt heute wirklich viel auf die Weide geht und einfach glücklich ist. Ja, er ist ein bisschen dick geworden. Er stand immer während des Sports immer auf Spänen, aber eigentlich hat er Stroh geliebt und jetzt steht er auf Stroh und er isst es gerne. Er hat aber auch echt noch eine wirklich wichtige Aufgabe. Da brauchst du gerade nicht so zu pusten da, Silberstern. Was macht er nämlich heute noch? Ja, er begleitet Silberstern mit aufs Turnier. Ja, weil der Stern, der hat irgendwie von Anfang an, war es ihm ein bisschen unheimlich, wenn er alleine im LKW war. Er ist da von Anfang an ganz lieb reingegangen und wenn er dann alleine im LKW war, hat er doch immer Angst bekommen. Und ja, eigentlich begleitet ihn Cristobal schon seit seinen ersten Turnieren immer mit. Der ist dann so der, der das Händchen hält nach dem Motto, alles gut. Ja, und seitdem ist der Stern wirklich auch viel ruhiger geworden und Chrissy macht es richtig Spaß. Also wenn der LKW offen auf dem Hof steht und man Cristobal nicht festhält, dann geht er sofort auf den LKW und ach Gott, das ist der hat, glaube ich, einfach Spaß mitzufahren. Am Anfang war er ein bisschen enttäuscht, wenn wir am Turnierplatz waren und er da nicht aussteigen durfte. Ja. Hat er gedacht, was ist jetzt los? Aber ich glaube, er hat sich auch schnell daran gewöhnt, dass er dann nur was zu essen kriegt und wieder nach Hause fährt. Oh, das klingt auch ganz gut. Ihr hattet ein, nein, ihr hattet nicht ein, aber ihr hattet ein ganz, ganz besonderes Jahr und das war das Jahr 2011. Mhm. Was war da los? Ja, 2011, da bin ich mit Cristobal ja, einmal Mannschaftseuropameisterin und habe die Silbermedaille in der Kür gewonnen bei den jungen Reiternstern und bin gleichzeitig mein erstes Jahr Pierre Förderpreis geritten. Das ist ein bisschen aufdringlich, genau. Ja, und bin halt gleichzeitig Pierre Förderpreis geritten. Da haben am Anfang alle gesagt, geht das? Dann fängt er in den jungen Reiterprüfungen an zu fotografieren und vielleicht ist es auch zu viel, aber ja, er hat das einfach unglaublich toll umgesetzt und hatte wirklich Spaß, sodass ich auch im ersten Jahr schon direkt Zweiter geworden bin im Finale in Stuttgart beim Pierre Förderpreis, damals hinter Christina Spree mit Desperados. Also das war schon ein ganz, ganz tolles Jahr. Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, wenn man da in Stuttgart diese Riesenschleierhalle und dann dieser Aufgang mit den zwei Riesenvorhängen, die zur Seite gehen, da muss doch das Herz einmal kurz sagen, oh Gott. Oder hat dein Herz vielleicht gesagt, oh ja, also wie bist du drauf? Eigentlich eher, oh ja, also ich bin auch positiv angespannt, also ich finde, das gehört auch dazu. Klar, wenn man in so eine Halle reinreitet, dann ist der Puls, glaube ich, schon mal ein bisschen schneller, aber das gehört dazu. Aber ich bin eigentlich jemand, ja, ich brauche das auch so ein bisschen. Also ich glaube, ich bin dann in solchen Situationen, ob es dann eine Euro war, wo ich dann die Silbermedaille in der Kür ganz überraschend gewonnen habe,
oder halt in so eine Schleierhalle reinte, das pusht einen dann auch nochmal. Also du bist trotzdem dann so, dass du dich dabei voll konzentrieren kannst. Kommst nicht aus dem. Gibt es irgendwie sowas, dass du vor der Prüfung machst, ein Ritual vielleicht, um dich zu konzentrieren, damit du wirklich völlig fokussiert da reinreitest? Eigentlich jetzt nichts Besonderes. Also ich glaube, ich gehe nochmal so die Aufgabe im Kopf durch und ja, aber dann mache ich mein Pferd halt fertig. Ich mache es ja meistens auf dem Turnier alles auch ohne Pfleger, sondern ich mache das gerne selber. Ich putze das Pferd, flechte es ein oder ich mache eben Mama bei besonderen Anlässen. Und wenn sie nicht ihren faulen Tag hat, das hatten wir ja schon. Ja. Das war jetzt vielleicht falsch ausgedrückt. Nein, aber das ist also einfach die Ruhe vorher, die Vorbereitung mit dem Pferd. Das ist jetzt nicht, dass ich irgendwelche komischen Kunststücke mache oder so, sondern einfach ganz normal die Vorbereitung. Guck mal, weil er so aufdringlich ist, muss er jetzt noch eins warten. Wir sprechen jetzt einmal noch mal über, du hast wirklich, hier stehen 8 sehr schöne Pferde, die du alle reitest. Nee, Christobal nicht mehr, der geht auf die Weide. Aber wir haben einige tolle, mit denen du auch schon Essen Grand Prix gewonnen hast. Jetzt einmal ein Wort vielleicht zu Kieferhoffs Imperius. Das ist schon ein besonderer, oder? Ja, der Impi, der ist jetzt ungefähr, ja, ich weiß gar nicht, 1,5 Jahre, fast 2 Jahre bei uns. Halt von der Familie Kiefer, die haben ein großes Gestüt, die haben eine Warmblutzucht und auch eine Haflingerzucht. Den haben wir, glaube ich, auch im Film, da ist er, genau. Und Imperius kam mal zu mir, er war damals Hengst Leistungsprüfungssieger, war 3-mal für Bundeschampionat qualifiziert und kam dann ja, Anfang 7-jährig zu mir und ja, konnte da noch Richtung Essen noch nicht so viel, aber wir haben uns relativ schnell zusammengewachsen und hatten dieses Jahr einfach auch eine ganz tolle Saison. Also wir haben direkt, ich weiß gar nicht, wie viel S haben wir gewonnen, 3 oder 4 S-Dressuren gewonnen Anfang des Jahres und waren dann auch in der Nürnberger Serie sehr erfolgreich unterwegs. Leider 2-mal Zweiter und 1-mal Dritter. Ja, das ist, also Zweiter werden ist ja ganz schlecht in dieser Serie. Ja, aber so es ist auch ein ganz bedeutender Hengst, der ist super talentiert, macht auch schon tolle Ansätze für Piaf Passage und ja, ich habe mich auch mit ihm jetzt so zusammengefühlt. Also ich glaube, er kämpft auch inzwischen richtig für mich im Viereck und es macht einfach richtig Spaß, ihn zu arbeiten und bin da der Familie Kiefer sehr dankbar, dass ich ihn reiten darf. Man sieht dich hier so schön und hier kommt nämlich schon eine Frage von unseren Zuschauern. Gibt es sowas wie eine Lieblingslektion? Vielleicht das reitest du immer sehr schön mit Power nach vorne, das erinnere ich auch noch von Christobal. Kann man das sagen? Ist so ein starker Galopp, ist das dein Ding oder gibt es sowas? Ja, also das kommt aufs Pferd an. Also ich glaube, ich habe gar nicht so die Lieblingslektion, aber klar, im Imperius sind eigentlich alle Verstärkungen, ob es Trabschritt oder Galopp ist. Er hat einfach tolle Grundgangarten und es ist halt schon ein Wahnsinnsgefühl, wenn man ihn so zulegt. Oder beim Silberstern reite ich zum Beispiel unglaublich gerne Seitengänge, weil das halt besonders ist bei ihm. Also so hat jedes Pferd so seine besonderen Lektionen. Silberstern hat ja nicht nur hier im Bild öfter mal die Nase vorn, er hatte sie jetzt auch in der Nürnberger Serie ganz bisschen vorn. Er hat nämlich den Sieg geschafft mit ihm. Bist du das erste Mal dabei beim Burgpokalfinale in Frankfurt in der Festhalle? Das ist nicht mehr lang. Nee. Was ist so das Gefühl? Ja, eigentlich ist es Vorfreude. Also ich bin total stolz, dass ich das mit Sternen geschafft habe. Auch er ist ja erst 7 Jahre alt und wir sind nach München gefahren, um ihn einfach mal mitzunehmen und da S zu reiten. Er hat im Frühjahr schon 2 S gewonnen und ja, dann hat er einfach direkt in München beim ersten Versuch 2-mal gewonnen und ja, ich bin einfach unglaublich stolz, dass wir das so geschafft haben und dass wir jetzt dabei Silberstern sind. Silberstern haben wir auch im Bild. Vielleicht können wir das einmal, da ist er nämlich, genau, direkt in München. Ja, genau. Und das war für dich total überraschend. Na, du hast gewusst, dass er gut ist. Ja, ich habe gewusst, dass er gut ist. Ich bin im Prinzip mit 2 Pferden dahin gefahren, wo ich gewusst habe, dass sie gut sind und dass sie auch gut genug sind, um ja, ganz vorne mitzureiten, aber eben mit 2 Pferden, die noch nicht so die Erfahrung hatten. Also ich glaube, der Silberstern ist da seine ersten Prüfungen auf Kandare gegangen. Also vorher war es waren 2 Trensen erst, die er gewonnen hat. Und ja, dass er direkt da so gut ankommt und so gut das alles meistert, auch in so einer Atmosphäre, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich bin auch eigentlich relativ locker dahin gefahren, weil auch jetzt nach Frankfurt, ich weiß einfach, dass Silberstern wirklich meine große Zukunftshoffnung auch ist und dass er auch unglaublich viel Talent hat für Piaf Passage und für den Grand Prix Sport. Und ich sag mal so, ich hoffe natürlich, gebe mein Bestes und ich freue mich riesig und wir werden da angreifen, aber ich sag mal, wenn er aus dem Viereck springt, dann weiß ich immer noch, dass er ein tolles Pferd ist und dass er, glaube ich, eine große Zukunftshoffnung ist.
Du warst ja mit ihm schon sehr erfolgreich unterwegs. Der war auch schon beim Bundeschampionat im Finale, ich glaube sogar zweimal. Ja. Und dann wärst du fast zur WM gefahren, der jungen Dressurpferde, wenn dieser Regen nicht gewesen wäre. Stimmt das? Ja, das war im ersten Jahr fünfjährig. Das war, so ist halt Silberstern. Der ist unglaublich interessiert, auch wenn er jetzt hier die ganze Zeit auf der Stallgasse ist. Aber damals war die Sichtung bei den fünfjährigen Dressurpferden, da ging bei der zweiten Sichtung, fing es an zu regnen und alle machten ihren Regenschirm auf. Mhm. Da hat er sich so erschrocken, dass er da auch gar nicht mehr zu sich gefunden hat. Und ja, das haben wir dann geübt zu Hause und auf dem Bundeschampionat. Seitdem wurde immer mit Regenschirm geritten. Ja, also Papa ist viel mit ihm auch spazieren gegangen. Wir haben in der Halle geübt mit Regenschirm und auf dem Bundeschampionat, das war dann ein paar Monate später, hat Papa mich, als es geregnet hat, mit Regenschirm quasi zum Viereck geführt und das hat ihm dann auch nichts gemacht. Also er ist immer so, wenn irgendwas Neues hat er, weil er einfach auch so aufmerksam ist, dann ist er auch verunsichert, aber wenn man ihm dann sagt, so, das ist nichts Schlimmes und dann hat er vertraut einem auch und ist dann voll bei allem. Also du kennst Frankfurt, die Festhalle schon? Du weißt, dass da überall Weihnachtsmännchen stehen. Habt ihr schon, hat Papa vielleicht schon welche gebastelt und sie in der Halle aufgestellt? Das wäre ja vielleicht eine super Vorbereitung. Das wäre eine Idee, da haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Aber ja, da müssen wir erst kommen mit zu Gast bei und euch daran erinnern, ja, dass da viele Weihnachtsmänner stehen. Weihnachtsmänner basteln. Nein, aber ich glaube, gerade auf den Turnieren, wenn wir vorher da in die Halle gehen und das mit ihm üben und ja, ihn quasi ruhig daran führen, dann funktioniert er auch, dann geht er und dann vertraut er mir. Also wir werden natürlich live dabei sein in Frankfurt und das genau beobachten. Annabelle, jetzt bist du ja nicht in Klammern natürlich nur Reiterin, sondern du hast noch einen sehr, sehr, ich glaube, beanspruchten Beruf in dem Sinne, dass er mental und auch Zeit natürlich viel gekostet hat. Du bist Ärztin. Assistenzärztin und jetzt habe ich hier noch eine Frage, die natürlich eng damit zusammenhängt. Wie endet dein Tag und wann? Meistens spät wahrscheinlich. Meistens spät, ja. Also ich arbeite seit Anfang des Jahres Vollzeit in der Unfallchirurgie und bin im Prinzip morgens bis nachmittags 5, 6 Uhr, wie ein normaler Arbeitstag ist, oder noch ein bisschen länger im Krankenhaus und komme dann nach Hause und reite dann noch 3, 4 Pferde meistens. Papa hilft mir dann mit den anderen. Aber es ist schon ein sehr langer Tag und ich bin, wie gesagt, sehr ehrgeizig auch in diesen Bereichen. Und auch wenn mir viele gesagt haben, dass es am Anfang nicht funktioniert, wollte ich das erstmal nicht glauben oder habe gesagt, ich versuche es erstmal. Ich muss aber gestehen, dass ich jetzt ab dem 1.11. meine Stelle im Krankenhaus erstmal etwas reduziert habe auf 50%. Mhm. Ich habe da Glück, dass ich wirklich auch ein tolles Team habe und auch einen Chef, der für meinen Sport auch Verständnis hat, sodass ich das jetzt erstmal so machen konnte, weil ich habe wirklich tolle Pferde und Reiten ist einfach absolut meine Leidenschaft und ich wollte ein bisschen mehr Zeit für die Pferde wieder haben und nicht nur eben abends dann quasi in den Stall kommen, sondern... Da ist man ja auch alle, stelle ich mir vor, nach so einem Tag in der Unfallchirurgie, oder? Ich meine, wir haben dich gerade gesehen, wie du dich vorbereitet hast. Wie ist das Gefühl, in so ein OP zu gehen? Bist du angespannt oder schaltet man da irgendeinen Hebel um? Und wie ist das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, natürlich. Also man ist halt schon teilweise angespannt, gerade wenn dann auch verletzte Patienten reinkommen, wo man eben, man weiß ja nicht, man kann ja auch nicht immer direkt so sehen, was los ist. Und aber man hat da im Prinzip ja auch Schemata gelernt, wo man erstmal sich dran langhangelt und ich bin dann auch sehr konzentriert und man schaltet dann so ein bisschen aus. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann, ich mache mir da jetzt nicht dann einen Kopf drüber, sondern versucht halt konzentriert an die Sache zu gehen und jetzt, klar, man ist nach so einem Tag, man muss sich den ganzen Tag konzentrieren und ist abends auch wirklich kaputt, aber für mich war halt das Reiten immer auch ein toller, also ist das Reiten auch ein toller Ausgleich, also ich komme aus dem Krankenhaus, bin zwar kaputt, trinke dann vielleicht nochmal ein Glas Kaffee und gehe dann in den Stall und freue mich auf die Pferde und dann, sobald ich die Stalltür aufmache und mich alle anwiehern, dann bin ich halt auch mit dem Kopf voll bei den Pferden und wenn ich am Pferd sitze, dann denke ich dann auch nicht ans Krankenhaus und das ist auch ein guter Ausgleich.
Wo kam denn dieser Wunsch her, Ärztin zu werden? Aus deiner Familie, glaube ich nicht, oder? Nee, also ich bin die erste Ärztin in der Familie und ja, ich wollte das irgendwie immer schon machen, irgendwas Medizinisches. Ich wollte früher immer Tierärztin werden, bin dann aber irgendwie davon abgekommen und dann ja, in die Humanmedizin. Mich hat das von Anfang an interessiert, auch das Studium an sich. Ich fand das alles total spannend und es ist halt einfach auch ein schönes Gefühl, Menschen zu helfen und ja, einfach, es ist einfach ein super spannender Beruf, der halt auch sehr abwechslungsreich ist. Das Studium, das weiß ich noch, da haben wir irgendwann mal gesprochen, da hast du gesagt, das Studium, das war auch schon granatenhart. Und dann hast du einmal so nett gesagt, da habe ich schon die ein oder andere Träne verdrückt und habe gedacht, verdammt, ich schaffe das nicht. Was war das dann, was so anstrengend war? Das Studium an sich oder weil du natürlich immer die Pferde noch in deinem Leben drin haben wolltest? Ja, also zu Studiumzeiten bin ich halt teilweise dann auch um 4:30 aufgestanden und bin dann damals erst reiten gegangen und dann in die Uni gefahren. Ja, weil ich dann abends halt auch immer noch lernen musste. Und es war halt, also es ist schon teilweise auch ja, grenzwertig gewesen, aber es hat mich einfach beides interessiert. Also es war eigentlich, glaube ich, gab es keinen Tag, wo ich gesagt habe, oh, jetzt muss ich noch reiten. Oder das ist halt einfach von Anfang an eine tolle Ausgleich und das ist halt einfach meine Leidenschaft, meine Pferde und ja, bist das fiel mir nie schwer. Bist du denn prinzipiell eine Frühaufsteherin oder schaffen es nur die Pferde, dich so früh aus dem Bett zu kriegen? Eigentlich bin ich schon prinzipiell eine Frühaufsteherin. Ja. Du hast auch irgendwann mal gesagt, ich habe in meinem Leben erst 2x bis 10 Uhr geschlafen. Ich hoffe, dass vielleicht das ein oder andere noch dazugekommen, aber... Ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht so. Oh, eher nicht so. Gut, okay. Bei alledem, das finde ich... Vielleicht sogar am bemerkenswertesten, du hast ein sehr, sehr volles Leben. Das ist überhaupt gar keine Frage, ganz sicherlich auch sehr erfüllt. Und trotzdem gibt es einen heiligen Abend. Ich hoffe, er ist es immer noch. Nicht nur deswegen sind wir dienstags hier, aber auch Mittwochabend. Was ist so heilig an diesem Mittwochabend? Ja, Mittwochabend, das war immer so, da habe ich mich mit meinen zwei besten Freundinnen hier aus der Schule quasi noch getroffen. Wenn man immer irgendwie, ja, einfach gequatscht oder irgendwelche Serien geschaut. Aber keine Arztserien, oder? Doch, natürlich auch. Da kam es her, jetzt wissen wir es. Genau, nein, aber das machen wir immer noch. Das war dieses Jahr teilweise auch ein bisschen schwierig. Manchmal war es dann nicht jeder Mittwoch, sondern auch mal nur ein Mittwoch im Monat oder jeder zweite Mittwoch. Aber das möchte ich auf jeden Fall beibehalten. Und ja, ich habe einfach tolle Freunde, die mich unterstützen, tolle Familie, einen tollen Freund, der mich unterstützt und... Ja, da macht das alles ziemlich Spaß. Und diese zwei Freundinnen, mit denen du dich da triffst, sind das dann auch Pferdeleute oder nicht? Teils. Die eine Freundin, die habe ich quasi in der Grundschule kennengelernt und die ist damals über mich zum Reiten gekommen, hat auf dem Pony von meiner Mama auch mit Reiten gelernt und hat dann jahrelang auch eigene Pferde bei uns gehabt, hat auch S-Dressuren gewonnen. Und die andere Freundin hat eigentlich gar nichts mit dem Reiten zu tun. Die habe ich im Gymnasium kennengelernt und die hat, glaube ich, nur durch mich quasi ein bisschen. Aber aufs Pferd habe ich sie noch nie setzen können. Also die ist da so ein bisschen vorsichtiger. Und das macht ja nichts. Ja. Aber schön, dass ihr das so durchzieht, muss ich sagen. Das ist ja wirklich, das ist toll. Also wir haben schon gehabt, du liebst Herausforderungen im Sattel, du liebst die Herausforderungen im Beruf. Das haben wir jetzt auch schon gehört. Aber damit es auch wirklich nicht langweilig wird, liebst du jetzt auch noch die sportliche Herausforderung. Das ist fast schon ein bisschen unheimlich. Du gehst gern Skifahren oder Snowboarden, beides? Ja, also beides. Ja, aber das ist jetzt Herausforderung. Das ist ja im Prinzip dann mein Hobby quasi im Urlaub. Also gehe ich gerne Ski oder Snowboarden. Und okay, wir geben jetzt mal einen Tipp ab. Ich tippe, du bist schon eher eine, die richtig Gas gibt. Ja. Eigentlich schon. Also okay. Ich hatte auch da eigentlich nie Angst. Also ich glaube, meine Eltern mussten mich da auch immer eher bremsen beim Skifahren. Ich würde sagen, so ein ganz kleines bisschen vorsichtiger bin ich geworden, aber eigentlich fahre ich trotzdem überall mit. Und dieses Jahr hast du noch was angefangen, glaube ich, was du schon lange vorhattest? Ja, jetzt so sportlich gesehen. Ja. Ja, ich habe Kitesurfen letztes Jahr angefangen. Das habe ich dieses Jahr nochmal gemacht und ja, es macht auch ziemlich viel Spaß, so als Alternative für den Sommer. Und wie bringst du das alles mit aufs Pferd? Also hilft dir das irgendwie? Kitesurfen, Balance, Körperspannung oder komme ich jetzt zu weit weg? Da müssen wir wahrscheinlich eher zu deiner 10-Jahre-Sportart zurückgehen. Welche war das?
Ja, ich habe eigentlich immer auch zu Hause, ich habe 10 Jahre Ballett getanzt oder über 10 Jahre sogar und habe auch danach immer noch getanzt, habe dann das mal ein bisschen gewechselt. Ich habe auch mal Standardkurse gemacht und ja, aber so was Tänzerisches habe ich eigentlich immer begleitend gemacht und ja, ich glaube, das hat mir schon geholfen, so Körperspannung und Taktgefühl. Und auch ja. Reiten und Tanzen, das ist nicht so weit auseinander, könnte man sich vorstellen. Nee, das ist... das passt, glaube ich, ganz gut zusammen. Also man versucht halt auch da, also beim Tanzen dann alleine, aber beim Reiten quasi mit dem Partner zusammen, ja, versucht, dass das ja harmonische, schöne Bewegungen sind. Und ja, wenn das dann, glaube ich, nach Spaß und leicht aussieht, dann ist es dann auch irgendwann gut. Das klingt so. Soll ich mal diese Frage aller Fragen stellen? Das große Ziel ist welches? Das große Ziel. Ja, ich würde ganz gerne wieder international Grand Prix reiten, am liebsten mit meinen... Hör schön zu, ich glaube, da bist auch du genau, mit gemeint. Ja, am liebsten wirklich mit unseren Pferden, die ich auch mit ausbilde und... Ja, oder auch die wir teilweise selbst gezogen haben. Also dieser Weg, wenn er dann irgendwann wieder im internationalen Grand Prix Sport enden würde, wäre das schon schön. Also mit einem selbstgezogenen, das wäre ja so das Sahnehäubchen. Ich glaube, der Züchter in der Familie ist dein Vater. Ja, genau. Der strahlt wahrscheinlich schon jetzt wie ein Honigkuchenpferd, wenn ihr zwei an den Start geht. Ist er dann eher so einer, der dich beruhigen kann vorher oder muss? Oder ist er aufgeregter als du? Nee, mein Papa ist, glaube ich, eher derjenige, der beruhigen kann. Also der ist, glaube ich, der steht halt immer sehr hinter mir und hilft auch, dass ich mich konzentrieren kann. Er ist am Abreiteplatz dabei, er ist mein Trainer und er ist eigentlich immer sehr ruhig. Also meine Mama ist da schon manchmal ein bisschen aufgeregter. Naja, das Mütter sind so. Annabelle, wir sind schon fast, guck mal hier, jetzt hat er geknipst. Ja. Wir sind schon fast am Ende und am Ende, das ist so eine Art liebgewordene Tradition bei uns, da machen wir so eine Art Speed-Interview. Das heißt eigentlich nichts anderes als wenig überlegen und schnell antworten, okay? Okay. Und jetzt möge mir die eine Frage, die mir hier noch gereicht wurde, die war in meinem Speed-Interview, die konnte ich doch jetzt nicht vorher bringen, deswegen habe ich die aufgehoben. Also fangen wir mal so an, Gyrosbude oder Krankenhauskantine? Oh. Okay, beides nicht. Das wird schwer. Eher beides nicht. Okay. Also eine knifflige Knie-OP oder ein Grand Prix reiten? Was mehr Spaß macht, oder? Also weiß ich nicht, ein Grand Prix reiten, glaube ich. Dann schon, oder? Das hatte ich ein bisschen gehofft. Wir sind in der Vorweihnachtszeit. Der Weihnachtsbaum, ist der eher schrill bunt geschmückt oder ganz schlicht? Eher schlicht. Welche Farbe? Silber-weiß. So klassisch. Klassiker, okay. Plätzchen backen oder backen lassen? Ja, meistens doch backen lassen, obwohl ich das auch mit Freunden ganz gerne mal selber mache. Was für welche? So einfache? Einfache, mehr kann ich nicht. Okay. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, zwischen den Jahren hast ja auch du vielleicht ein bisschen frei, ein bisschen ruhige Zeit mal für so ein bisschen Couch, oder? Wird das mal sein? Wenig. Ja, ich habe dieses Jahr am 24. 24-Stunden-Dienst. Oh Gott, okay. Aber ich denke, sonst werde ich auch Zeit mit der Familie verbringen und auch mal vor dem Weihnachtsbaum ein bisschen die Zeit genießen. Ich wollte natürlich auf die Couch raus, auf der du dann sitzt. Jetzt wäre die Frage, du hast mal 3 Stunden auf der Couch. Stellen wir uns einfach mal vor. Was guckst du dann? 2 Sendungen Tatort hintereinander? Oder guckst du bei uns im Clip My Horse Archiv so deine alten Ritter an? Ja, eher Clip My Horse. Richtige Antwort. Bestanden. Das war's schon wieder. Und jetzt am Ende kann ich sogar schon verkünden, wenn ich das hier in meinen Zetteln finde, wer heute gewonnen hat. Jeweils einen Eimer mit 2 Karten für die Nacht der Pferde. Die erste Gewinnerin, das ist die Franzi Gerweiler. Und die zweite, Yvonne Weber. Da sage ich schon mal von hier herzlichen Glückwunsch und natürlich viel Spaß dabei. Und jetzt sage ich erstmal vielen, vielen Dank, Annabelle. Vielen Dank auch an dich, dass du so schön bei uns warst. Sehr gerne. Und wir drücken alle Daumen und natürlich gucken wir, wenn es dann in Frankfurt zum Nürnberger Burgpokal geht. Jetzt sage ich gleich 2-mal Tschüss, denn noch einmal, das war unsere letzte Zu-Gast-Beisendung in diesem Jahr. Wir machen im März nächsten Jahres weiter.
und wen wir dann besuchen, da könnt ihr so ein bisschen mitmischen, wenn ihr wollt. Wenn ihr Ideen habt, Mensch, ihr könnt mal zu dem fahren, mal mit dem ein bisschen schnacken, würde mich interessieren, bitte einfach an uns eine kurze Info schicken und wir gucken mal, was sich machen lässt. Also dann sagen wir mal, ich würde sagen, tschüss, frohe Weihnachten, guten Rutsch, hätte ich was gesagt.